Iris Lauterbach, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich glaube, den meisten von Ihnen brauche ich Frau Lauterbach gar nicht mehr vorzustellen. Ich mache es aber trotzdem, damit dich auch alle kennen. Iris Lauterbach ist Kunsthistorikerin und seit 1991 Forschungsreferentin am Zentralinstitut für Kunstgeschichte hier in München. 2003 war sie Mitbegründerin des Internationalen Netzwerks für Kunstgeschichte und seit 2012 lehrt sie als Honorarprofessorin an der Technischen Universität München, wo ihr Fachgebiet die Geschichte der Gartenkunst ist. In ihren Veröffentlichungen widmet sich Iris Lauterbach unter anderem der Architektur des Nationalsozialismus und der Kulturpolitik der Nachkriegszeit. 1995, also zu einem Zeitpunkt, wo NS-Architektur noch nicht so ein gängiges Thema war, gab sie zusammen mit Ulrike Grambitter die Publikation »Bürokratie und Kult – Das Parteizentrum der NSDAP in München« heraus. 2015 erschien ihre Publikation »Der Central Collecting Point in München – Kunstschutz, Restitution, Neubeginn«, die grundlegende Monographie über den Münchner Collecting Point und die amerikanische Restitutionspolitik. Gut, dann übergebe ich jetzt. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. An diesem Tag heute möchte ich Ihnen historischen Input geben zur Geschichte des Haus der Kunst, zur Geschichte des Hauses der deutschen Kunst und zur Geschichte der anderen NS-Bauten von Paul Ludwig Trost hier in München. Also historischer Input, Sie werden sehen, wir hatten ja heute Nachmittag schon eine ganze Menge andere Ansätze, auch im Umgang mit diesem Gebäude. Im Jahr 1900 zog der junge Architekt Paul Ludwig Trost nach München, wo er im Architekturbüro Martin Dülfers arbeitete. Mit seinen Villenbauten etablierte sich Trost in den kommenden Jahrzehnten als Architekt des Großbürgertums. Seine konservativen Innenausstattungen für Dampfer des Hapag-Lloyd und anderer großer Überseelinien erhielten internationale Anerkennung. Gesellschaftlich fasste Trost dank Else Bruckmann Fuß, der Gattin des Verlegers, die ihn in ihren Salon aufnahm. Im Salon der Bruckmanns, in ihrem Wohnhaus am Karolinenplatz, den Kreise des arrivierten, völkisch gesinnten Münchner Bürgertums frequentierten, lernte Trost Hitler kennen, der in dem gut 10 Jahre älteren Architekten einen Mentor seiner eigenen architektonischen Ambitionen sah. Eine Voraussetzung für die Vertiefung der Bekanntschaft war, dass Trost Hitlers politische Überzeugungen teilte und im August 1930 der NSDAP beigetreten war. Mit dem Auftrag, das wenige Monate zuvor durch die Partei erworbene Palais Barlow an der Brienner Straße zur neuen Parteizentrale umzugestalten. Das braune Haus, das Sie hier sehen, sollte zum Kern des Parteiviertels werden. Als die NSDAP Ende Januar 1933 Regierungspartei und Hitler Reichskanzler wurde, erhielten die Bauaufträge an Trost eine neue politische Dimension. Beide propagandistischen Ehrentitel des nationalsozialistischen München werden noch heute durch Bauwerke Trosts öffentlichkeitswirksam im Stadtraum präsentiert. Die Hauptstadt der deutschen Kunst und die Hauptstadt der Bewegung. Die nach Entwürfen des Anfang 1934 verstorbenen Trost errichteten Gebäude stehen für die erste Phase der Architektur des nationalsozialistischen Regimes, dessen Struktur und Propaganda sie unverkennbar abbilden. Das Parteizentrum der NSDAP am Königsplatz mit den 33 von Trost entworfenen und 37 fertiggestellten Bauten war das erste große Bauprojekt der Nationalsozialisten nach ihrem Regierungsantritt. Der Führerbau, heute Staatliche Hochschule für Musik und Theater München, und als sein Pendant der Verwaltungsbau der NSDAP, heute Sitz des Zentralinstituts für Kunstgeschichte und anderer Kunstinstitute, sowie angrenzende Funktionsgebäude und die Ehrentempel, von denen heute nur noch die Sockel erhalten sind. Eine vereinheitlichende, Entschuldigung,
So. Eine vereinheitlichende Umgestaltung des Königsplatzes zu einem rundum architektonisch gefassten Freiraum war bereits im frühen 20. Jahrhundert verlangt worden und wurde seit 1933 nach Trosts Entwürfen realisiert. Durch die Entfernung des Gehölzriegels an der östlichen Platzgrenze setzten sich nun die neuen Parteibauten als gestalterische und politische Bezugsgröße in Szene. Während der Baubeginn der Parteigebäude am Königsplatz im Herbst 1933 inoffiziell erfolgte, übrigens auch ohne eine reguläre Baugenehmigung durch die Lokalbaukommission, ließ Hitler die Grundsteinlegung des Hauses der Deutschen Kunst im Oktober 1933 aufwendig inszenieren, was Sie hier sehen und was Sie auch alle wissen. Große Kunstausstellungen fanden in München seit dem späten 19. Jahrhundert im Glaspalast statt, den August von Voith 1853 bis 54 als technisch und architektonisch hochmoderne Glaseisenkonstruktion errichtet hatte. Dabei ging die halbe Fläche des von dem berühmten Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Sckell im frühen 19. Jahrhundert angelegten Botanischen Gartens verloren. Aus Protest gegen diese drastische Beeinträchtigung ließ sich der Leiter des Botanischen Gartens, der nicht minder berühmte Botaniker Carl Philipp Martius, in den Ruhestand versetzen. Seit der Verlegung des Botanischen Gartens nach Nymphenburg 1914 gab es Überlegungen zu einem Neubau des Kunstausstellungsgebäudes, in die sich schon 1930 auch Paul Ludwig Trost mit eigenen Entwürfen einbrachte. Als der Glaspalast im Juni 31 abbrannte, nahm die Planung Fahrt auf. Ein Wettbewerb, an dem zahlreiche prominente Architekten teilnahmen, blieb allerdings folgenlos. 1933 nahm Hitler, der die Kunst zur erhabenen, zum Fanatismus verpflichtenden Mission und damit zum Propagandainstrument erklärte, den Neubau in sein architektonisches Programm für München auf. Nur wenige der im NS geplanten Großbauten wurden realisiert, vieles blieb im Planungsstadium stecken. Ein anschauliches Bild vermitteln die realiter oder fotografisch überlieferten Modelle. Sie wurden beim Tag der Deutschen Kunst und den Münchner Kunstprozessionen mitgeführt. Seit 1933 alljährlich begangene Jubeltage, die die Bevölkerung in einen kollektiven Festrausch hineinziehen sollten. Sie verkündeten beileibe nicht nur die nationalsozialistische Kunstdoktrin, sondern sandten auch unmissverständliche staatspolitische Signale, wie man etwa an diesen Beispielen hier mal sieht mit den Rittern und rechts der großen Karte des Sudetenlands, 1938 im Sommer. Im Juli eben 1937, wir wissen es, wurde eben vor 80 Jahren das Haus der Deutschen Kunst mit der ersten großen deutschen Kunstausstellung eröffnet. Am Ende des Krieges beschlagnahmte die US-Armee Trosts Monumentalbauten. Sie waren im Wesentlichen intakt und funktionstüchtig geblieben. Im Unterschied zu vielen anderen Gebäuden der Münchner Innenstadt, die weitgehend zerstört worden war, im Unterschied auch zu den meisten anderen Repräsentations- und Staatsbauten des nationalsozialistischen Regimes, auch außerhalb Münchens, die entweder im Krieg zerstört oder gar nicht erst fertiggestellt worden waren. Beispiel einfach nur die Reichskanzlei in Berlin oder das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Im Mai 1945 fiel die Entscheidung für eine kulturelle Nutzung des ehemaligen Führerbaus und des Verwaltungsbaus. Die US-Militärregierung richtete hier den Central Art Collecting Point ein, die größte Sammelstelle für die NS-Raubkunst und für die ausgelagerten Bestände deutscher Museen, sowie das Amerika-Haus. Eine pragmatische und richtungweisende politische Entscheidung. Die ehemaligen Parteigebäude wurden damit einer grundsätzlichen funktionalen Umwidmung unterzogen. Diese Austreibung der Dämonen verlief anfangs nicht konfliktfrei, dauert aber seit 1945 kontinuierlich an. Hier liegt vielleicht der wesentliche Unterschied zum Haus der Kunst, dessen Funktion als Ausstellungsgebäude dieselbe geblieben ist wie vor 80 Jahren, wenn auch die hier ausgestellte Kunst eine andere ist. Der ehemalige Verwaltungsbau ist seit 1947 Sitz des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, ZI. Der ehemalige Führerbau, das wissen Sie eben, seit 1957 Sitz der Musikhochschule. Die Konstellation der ehemaligen NS-Bauten und des 2015
am Standort des Braunen Hauses errichteten NS-Dokumentationszentrums bietet in ihrer städtebaulichen Situation zwischen Königsplatz und Karolinenplatz ein Beispiel für einen bewussten und kritischen Umgang mit einer belasteten Topographie. Im April 1946 äußerte sich Edwin Ray, der Leiter der Kunstabteilung der bayerischen Militärregierung, er äußerte seine Vision der Zukunft der NS-Gebäude. Und ich zitiere aus einem Radiointerview mit ihm, wo er sagte: Ich hoffe, dass in baldiger Zeit dieser ganze Komplex wiedererstehe und zusammen mit den früheren Parteigebäuden und dem Haus der Kunst einen großen Kunstblock ergibt. Manche Leute möchten ja lieber Regierungsgebäude daraus machen, aber wenn sie in München Politik machen, kommt wenig Gutes dabei heraus. Wenn sie aber sich in die Kunst versenken, erzielen sie bewunderungswürdige Leistungen. Wir möchten ihnen helfen, wieder zu diesen Leistungen zu gelangen. Zitat Ende. Die Überlegung, dass die Monumentalbauten Trosts integraler Bestandteil eines großen Kunstblocks, wie er das sagte, sein könnten, beginnt also bereits 1945-46. Ein heute unter der Bezeichnung Kunstareal etabliertes Marketingkonzept. Das US-Militär richtete 1945 in den Ausstellungshallen des ehemaligen Hauses der Deutschen Kunst die Offiziersmesse, Restaurants, einen Tanzsaal ein und nutzte sie dann für die ersten Kunstausstellungen nach Ende des Kriegs, also seit Anfang 1946. Und da staunte eben der Kunstkritiker Franz Roh, ein Verfechter der Moderne, welche Verwandlung des Palazzo Kitschi, eine ganz schöne Formulierung. Von den Amerikanern scheint die Monumentalarchitektur Trosts mit großer Selbstverständlichkeit neu besetzt worden zu sein. Und es ist fraglich, ob sie Trosts besonders schematische Variante des NS-Neoklassizismus überhaupt wahrgenommen haben. Der Neoklassizismus war jedenfalls eine Stilrichtung, die ihnen nicht fremd war. Denke man etwa an die 1941 eröffnete National Gallery und in Washington. Und als der erste Leiter des Collecting Point vor eben mittlerweile auch langer Zeit, 1995, in München war, habe ich ihn fragen können, ob er mit der Nutzung des ehemaligen Verwaltungsbaus als Collecting Point irgendwelche ideologischen Schwierigkeiten hatte, ob er gewusst hätte, was das gewesen sei. Da hat er mich angelächelt, hat gesagt, nein, überhaupt nicht, er hätte das gar nicht gewusst. Insofern sehen Sie da so ein bisschen eine in gewisser Hinsicht souveräne und naive Herangehensweise der amerikanischen Kunstoffiziere, die diese NS-Architektur neu nutzten. Das war anders mit den europäischen Kunstschutzoffizieren, die in Trosts Gebäuden am Königsplatz, und ich kann das hier im Grunde auch aufs Haus der Kunst übertragen, aber dort sahen sie eben une citadelle du nazisme, sagte der Franzose, also eine Zitadelle des NS. Der Italiener Siviero sagte un'architettura tra l'edificio scolastico e il tribunale militare, also ein Haus, ein Gebäude zwischen Erziehungsinstitut und Militärgericht. Das waren so herausgehobene Kommentare. Wurden der Verwaltungsbau und der Führerbau alsbald umbenannt in Galerie 1 und 2, so ist eben, wie wir vorhin auch schon hörten, im Namen des Haus der Kunst die originale Bezeichnung bis heute unverkennbar erhalten geblieben. Was sicher vielleicht auch nicht ganz unproblematisch ist, was jetzt nicht heißen soll, ich würde es heute umbenennen, überhaupt nicht. Aber einfach im Sinne der, immer die Frage der Sichtbarkeit, Machung von Kontinuitäten, gehört sowas natürlich auch dazu. Im ehemaligen Verwaltungsbau fanden seit 1949 Ausstellungen statt, für die die beiden Lichthöfe durch Einbauten verändert wurden. Die letzten dieser Zwischenwände sind in den 1980er Jahren entfernt worden, ohne dass es zu Kommentaren bezüglich einer Freilegung der NS-Architektur gekommen wäre. Die Lichthöfe werden heute als Ausstellungsfläche des Museums für Abgüsse klassischer Bildwerke genutzt. Die Vermietung der Lichthöfe an externe Veranstalter wird mittlerweile sorgfältig geprüft, um den zuvor häufig unsensiblen Umgang mit der historischen Architektur zu unterbinden. In dieser Beziehung gab es einen Lernprozess, nachdem sich vor den Abgüssen antiker Skulpturen im Lichthof des ehemaligen Verwaltungsbaus zunehmend Figuren der Modewelt tummelten und der Freundeskreis Leni Riefenstahls den ehemaligen Führerbau unbemerkt zu einer Jubiläumsveranstaltung hatte buchen können.
Heute wird historisch uninformierten Veranstaltern, die hier lediglich eine monumentale Kulisse suchen, eine Absage erteilt, um fragwürdige Nutzungen zu unterbinden. Die Monumentalbauten Trosts stehen unter Denkmalschutz. Bei aller notwendigen Selbstverständlichkeit im alltäglichen Umgang mit ihnen setzt ihre heutige Nutzung Sensibilität für ihre Entstehungs- und Funktionsgeschichte und einen kritischen, nicht affirmativen Umgang auch mit der architektonischen Substanz voraus. Insgesamt zählen dazu konsequente Öffentlichkeitsarbeit, kontinuierliche Führungsprogramme, Bereitschaft zur offenen und öffentlichen Debatte. Historische und kunsthistorische Forschung spielen eine wichtige Rolle. Auch das haben wir heute ja mehrfach gehört, also auch wirklich Offenlegung von archivalischen Materialien. Das ZI betreibt seit der Mitte der 90er Jahre die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte des NSDAP-Parteiviertels und seiner Nachkriegsgeschichte und ist in den letzten Jahren zu einem international etablierten Zentrum der Provenienzforschung geworden. Wir haben auch vorhin eben mehrfach diese Schlüsseljahre in der Mitte der 90er Jahre hier gehört im Umgang mit dem Haus der Kunst. Das ist dasselbe Zustand auch bei den Gebäuden am Königsplatz. Da war also auch ein historischer Umbruch, wo eine neue Forschergeneration sich an die Erforschung von NS-Architektur und Kulturpolitik begab. In Kooperation mit dem Haus der Kunst und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin hat das ZI zum Beispiel das große Forschungsprojekt zu den großen deutschen Kunstausstellungen durchgeführt. Die in diesem Zusammenhang aufgebaute Forschungsplattform GDK Research, die Sie hier als Screenshot sehen, bietet seither eine wesentliche Grundlage der Forschung zur Kunstpolitik im NS. Bezogen auf die Gebäude Paul-Ludwig Trosts und das Beispiel Münchens möchte ich zum Abschluss auf den, wie ich finde, hochinteressanten Umgang mit historischem und öffentlichem Grün im NS sowie die Rolle der Vegetation und des öffentlichen Grüns beim Umgang mit NS-Gebäuden seit 1945 eingehen. Auch dabei gibt es Unterschiede zwischen Trosts Gebäuden am Königsplatz und dem Haus der Kunst. Das Ineinandergreifen von privatem und öffentlichem Grün charakterisierte die von dem Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Sckell geprägte hochmoderne städtebauliche Konzeption der Maxvorstadt seit ihrer Anlage im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Die Museumsgebäude und die Propyläen am Königsplatz sind als Solitärbauten in einem antikischen Hain konzipiert. Ursprünglich waren sie von Gartenanlagen hinterfangen und begleitet. Auf der östlichen Seite, wie hier ganz gut zu sehen, hier, begrenzten Gehölzstreifen den Platz. Nach der Umgestaltung im NS dominierte die Ostseite des Platzes nicht mehr das Grün der Bäume, sondern der helle Stein der Bauten. Granitplatten ersetzten den Rasen. Nach Ende des Krieges setzten Debatten über den Umgang mit der Bausubstanz ein, die hilflos und unentschieden wirken. Da der Verwaltungsbau und der Führerbau für die Kunst genutzt wurden, kam ein Abriss nicht in Frage. Um sie der öffentlichen Wahrnehmung zu entziehen, sollten, wie man hier ganz gut sieht, schnell wachsende Pyramidenpappeln direkt vor ihre Fassaden gepflanzt werden. Ein Vorschlag, der allerdings nicht ausgeführt wurde. Stattdessen ließ Jahrzehnte später, und das ist mal glücklicherweise auch archivalisch fassbar, 1990 das staatliche Hochbauamt eine Bepflanzung beider Gebäude durch wilden Wein vornehmen und das tatsächlich, um die NS-Architektur zu kaschieren. An der Musikhochschule ging er ein, der wilde Wein. Am Haus der Kulturinstitute gedieh er so prächtig, dass das Gebäude zuletzt aussah wie Meret Oppenheims Pelztasse oder wie ein Märchenschloss. Die Argumentation, dies stehe der Anschauung eines denkmalgeschützten NS-Baus und einem kritischen Umgang mit ihm konträr entgegen, stieß im Haus und bei den Besuchern, die das sehr romantisch fanden, auf Gleichgültigkeit. Erst im Zuge einer umfassenden Bausanierung im letzten Jahr musste der wilde Wein, und ich sage glücklicherweise, dran glauben. Und darauf gab es keinerlei öffentliche Reaktionen. Man hat den Eindruck, es hat überhaupt niemand gemerkt. Auch das ist übrigens ganz interessant. Nachdem die Pfeiler der Ehrentempel im Januar 1947 gesprengt worden waren, gab es Neuplanungen für die Grundstücke an der Brienner Straße. Vorschläge für eine Überbauung der Sockel
standen neben Plädoyers für eine Bepflanzung, eine Maßnahme der Entnazifizierung durch die natürliche Vegetation. Der Architekt Gustav Xenger, beabsichtigte, den Königs- und Karolinenplatz zu einer Promenade umzugestalten. Baumpflanzungen sollten die Parteigebäude optisch vom Königsplatz trennen. Sein Entwurf eines Galeriebaus, Führerbau von Süden, Karolinenplatz, ist ja klar zu erkennen, und hier ein neuer Entwurf eines Galeriebaus an der Brienner Straße, dessen Straßenfassade sich deutlich am Haus der deutschen Kunst orientiert, pikanterweise, hätte sich in den Kontext der nationalsozialistischen Parteibauten nahtlos eingefügt. Ein anderer seiner Entwürfe sah auf den Sockeln der Ehrentempel barockisierende Schuld- und Sühnebrunnen vor. Da keine Entscheidung fiel, umgab man die Sockel der Ehrentempel mit einem hohen Bretterzaun, um sie der öffentlichen Wahrnehmung zu entziehen. Umfangreiche Nachpflanzungen von Alleen und öffentlichem Grün fanden in München im Vorfeld oder auch unmittelbar danach, jedenfalls im Vorfeld der 800-Jahr-Feier 1958 statt. In diesem Zusammenhang bepflanzte die bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen im Auftrag des Finanzministeriums im Winter 56-57 die Sockel der Ehrentempel. Der überwucherte südliche Ehrentempelsockel ist mittlerweile in der Schutzliste städtischer Grünflächen als Biotop verzeichnet. Der hier. Der nördliche wurde 2015 als architektonisches Exponat in das Konzept des Doku-Zentrums einbezogen. Seine Bepflanzung wird seither gepflegt und kurz gehalten vor allem. Seit 2001 sind die Sockel der Ehrentempel als Einzelmonumente auf der Denkmalliste eingetragen. Sie stehen also beide unter Denkmalschutz und einer, der südliche von ihnen, auch unter Naturschutz. So erklärt sich ihr unterschiedliches Erscheinungsbild. Ende der 80er wurde der Königsplatz nach Entfernung der Granitplatten wieder begrünt und in eine pseudoklassizistische Gestalt zurückgeführt. Der heute zum dichten Verhau herangewachsene Gehölzriegel auf der östlichen Seite des Königsplatzes geht auf eine von Rudolf Esterer, dem damaligen Präsidenten der Schlösser- und Gärtenverwaltung, vorgeschlagene Neupflanzung in den 50er Jahren zurück. Der Architekt Alwin Seifert, im Übrigen ein typisches Beispiel für die Kontinuität eines politisch ambivalenten Lebenslaufs in NS- und Nachkriegszeit, gab 1956 ein Plangutachten für die Gestaltung der Grünflächen zwischen dem alten Botanischen Garten und den Pinakotheken ab. Er bemängelte die weitgehend unzusammenhängenden Pflanzungen als verwahrlost und als Verlegenheitslösungen. Daran hat sich aus meiner Sicht auch nach so manchen Planspielen und Workshops im Rahmen der Kunstarealinitiativen bis heute nicht viel geändert. Der Übergang vom Hofgarten und der Galeriestraße zum Englischen Garten, vorbei an der Skulptur des sogenannten Harmlos, war durch die Bebauung der Galeriestraße im 19. Jahrhundert verändert worden. Die Galeriestraße nach Osten, das Prinz-Karl-Palais, der Englische Garten. Sieht heute anders aus. An die 1901 eröffnete Prinzregentenstraße grenzte der Englische Garten direkt an. Da. Die Bepflanzung dieser Prachtstraße mit Alleebäumen auf beiden Seiten bildete einen neuen, städtebaulich signifikanten Münchner Grünzug in Ost-West-Richtung, Richtung Friedensengel. Trosts erste Entwürfe für das Haus der deutschen Kunst, Trosts erste Entwürfe für das Haus der deutschen Kunst ließen die Säulen der Straßenfassade in eine Reihe mit den Alleebäumen zurücktreten. Später erst wurde das Haus zur Straße hin ganz freigestellt. Das bezieht sich hier auf diese seitliche Baumreihe. Er hat also offenbar seine Weißwurstallee hier in Fortsetzung der vorhandenen Allee konzipiert. Zur Kolonnade eben der Weißwurstallee führte ein Stufensockel hinauf, der bei den Festzügen der Jahre seit 37 auch als Zuschauertribüne diente. Das Gebäude war damit in einer platzartig erweiterten Straßensituation platziert und lud die Promenierenden in den sakral überhöhten
Kunsttempel mit seinen Kunstausstellungen ein. Das gegenüber geplante Haus der Architektur links als Pendant wurde hingegen nicht realisiert. Wir haben es vorhin schon in der Ausstellungspräsentation gesehen. Ende der 1950er Jahre im Umfeld des Stadtjubiläums erfolgte eine Nachpflanzung von Ahornen, deren Reihe eine Lücke ließ, sodass die Mittelachse des Gebäudes sichtbar blieb. Das sehen Sie hier. Das ist auch ganz interessant. Da ließ man eine Lücke. In dieser ansonsten ja nicht auf eine Mittelachse zentrierten Säulenreihe. Der heutige Zustand geht auf eine weitere Nachpflanzung Anfang der 70er zurück. Als mit der Anlage des Altstadtrings und des monströsen Tunnelkraters die Prinzregentenstraße verbreitert wurde, ersetzte man die Ahorne durch Linden, diesmal in fortlaufender Reihe, sodass die Bäume den Bau zum Altstadtring hin kaschierten. Und ich will auch die These wagen, dass dies auch geschah, um die Fußgänger und das Gebäude vor dem Anblick des Tunnels zu schützen. Einige der Bäume wurden später wieder entfernt, um die Zufahrt und Anlieferung zur Terrasse und zum P1 zu ermöglichen. Die Baumreihe kaschiert das Gebäude zusammen mit den Bäumen gegenüber, stellte ihre Erneuerung, obwohl der Tunnelkrater diese Wahrnehmung erschwert, einen wichtigen durchgehenden Ost-West-Grünzug Münchens wieder her, der heute im geltenden Flächennutzungsplan als verbindlich eingetragen ist. Das bekannte propagandistische Diktum von der Architektur als Wort aus Stein fokussiert auf die Architektur. Lässt sich in der nationalsozialistischen Selbstdarstellung der 1930er Jahre eine neobarocke Tendenz erkennen, die barocke Gartenanlagen instrumentalisierte, etwa Nymphenburg, die Nacht der Amazonen. So ist gleichzeitig eine eklatante Missachtung der NS-Machthaber für öffentliches Grün und historische Gärten deutlich. Dies zeigt sich am Beispiel Münchens und an der Wahl des Standorts für das Haus der deutschen Kunst im Englischen Garten. Der Englische Garten, wenn Sie mir diesen kleinen Exkurs erlauben, bitte. Der Englische Garten ist ein historisches Gartendenkmal von herausragender internationaler Bedeutung. Auf Anregung des Grafen Rumford und dem Auftrag des Kurfürsten Karl Theodor entstand dieser erste öffentliche Volksgarten seit 1789. Der Gartenkünstler und Stadtplaner Friedrich Ludwig von Sckell schuf ihn als großen Garten der Natur. Hier sollte die lustwandelnde Münchner Stadtbevölkerung durch den Anblick idealisierter Bilder der schönen Natur Erholung finden. Harmlos wandelt hier, dann kehret gestärkt zu jeder Pflicht zurück. Mit dieser Aufforderung lädt die Jünglingsskulptur Franz Jakob Schwanthalers zum Spaziergang in den Park ein, der auf einen Schlossbau als visuellen Bezugspunkt ganz programmatisch verzichtet. Die Französische Revolution und der Sturm auf die Bastille waren im öffentlichen Bewusstsein um 1800 präsent, auch in Bayern. Der Englische Garten ist eine ideale, komplementäre Ergänzung zur Stadt, der natürliche Park, ein geradezu visionäres Gegenkonzept zur steinernen Innenstadt. Die innerstädtischen Türme und Kuppeln sind als Bild der Metropole inszeniert. Ihr Anblick erscheint als Silhouette hinter dem umlaufenden Grüngürtel. Dass diese Situation als touristische Attraktion noch heute funktioniert, zeigt der Rummel beim Monopteros. Auf Sckells weitsichtige und kompetente Planung gehen ganz wesentliche Impulse der urbanistischen Entwicklung Münchens auf der Schwelle zur modernen Metropole zurück. 1933 sah Hitler zunächst ein Forum mit mehreren der Kunst- und der NS-Partei gewidmeten Gebäuden vor, das ausgehend von der Prinzregentenstraße einen beträchtlichen Teil des Englischen Gartens eingenommen hätte. Sie sehen es hier. Ein Forumplatz und dann hier das Haus der deutschen Kunst und weitere Staatsbauten. Ein Straßenzug hätte dieses Forum mit dem neuen Operngebäude mitten auf dem Gelände des Hofgartens verbunden. Von mehreren Neuplanungen der späten 30er Jahre für einen Konzertsaal bzw. ein neues Odeon oder eine neue Oper mit jeweils verschiedenen Architekten wurde glücklicherweise nichts realisiert. Dass diese Planungen für das historische Grün im Zentrum Münchens einen Kahlschlag bedeutet hätten,
zeigen Modellfotos des geplanten Konzertsaals, der den historischen Hofgarten komplett platt gemacht hätte. Der sogenannte Diana-Tempel wäre, na, Sie sehen es, also hier Residenz, Marstall und Armeemuseum. Ja? Also der sogenannte Diana-Tempel wäre versetzt worden und hätte einer neuen Gartenanlage hinter dem Landwirtschaftsministerium als historisches Alibi gedient. Sie hätte den heute sogenannten Finanzgarten ersetzt, eine zu Unrecht verkannte historische Grünanlage Münchens, deren Bodenmodellierung noch die letzten Reste der barocken Befestigung erkennen lässt. Vom Diana-Tempel aus wäre der Spaziergänger zur Prinzregentenstraße und zum Haus der Deutschen Kunst gekommen. Den Standort des Hauses der Deutschen Kunst hatte Hitler ausgewählt. Der Neubau zerstörte einen nicht unbeträchtlichen Teil des Englischen Gartens, wie Sie hier in dieser Fotomontage sehen. Das Wiesental, was hier zu diesen auch heute noch stehenden Rotbuchen führte, und hier das Terrain des Hauses der Deutschen Kunst, für das im Übrigen auch dieser Bach ja verlegt wurde, der heute anders verläuft. Den politischen Verhältnissen war geschuldet, dass ein Protest der Bevölkerung nur schwach blieb. Trost selbst, der am Englischen Garten wohnte, soll sich gegen einen noch größeren Eingriff geäußert haben. Vom Café auf der Nordseite des Hauses der Deutschen Kunst war eine breite Sichtachse zum Monopteros geschlagen worden. Ein aus der Sicht der Kaffeebesucher durchaus verständlicher Wunsch. Umgekehrt wurde damit der nationalsozialistische Kunsttempel zu einem Orientierungs- und Blickpunkt, den der Volkspark nach dem Konzept seiner Erfinder niemals haben sollte. Diese Situation ist seit Ende des Krieges durch Nachpflanzungen nach historischem Vorbild rückgängig gemacht worden, für die in jahrzehntelangem Bemühen die Gärtenabteilung der Bayerischen Schlösser- und Gärtenverwaltung verantwortlich ist. Die Situation hat sich durch die Errichtung des japanischen Teehauses, einem Geschenk an die Stadt München aus Anlass der Olympiade 1972, außerdem deutlich verändert, was Sie hier jetzt nochmal sehen. Dennoch sind die Begehrlichkeiten groß, den Englischen Garten zum Vorgarten angrenzender Gebäude zu degradieren. Schon Sckell beklagte den mangelnden Respekt vor dem Englischen Garten. Und ich zitiere ihn: Möchten doch einmal die Grenzen dieser schönen Anlage, die leider schon mit so vielen gemeinen Bauten und hässlichen Einfassungen umgeben sind, mit ihren Bächen in Ruhe gelassen und nicht immer benagt, verunstaltet und herabgewürdigt werden. Zitat Ende. Eine Infragestellung, die im 20. Jahrhundert und heute aktueller zu sein scheint denn je. Ich will nur das Stichwort Trambahntrasse nennen, während gleichzeitig der Tunnelbau für die Zusammenführung des nördlichen und südlichen Parkteils befürwortet und finanziert wird. Eine seltsame Diskrepanz, wie ich finde. Die räumliche Wirkung der Anlage beruht jedenfalls wesentlich darauf, dass die grüne Randbepflanzung aus Gehölzen die zunehmend verdichtete Innen- und Vorstadt verbirgt. Eine Öffnung des Gartenraums mit Sichtschneisen und Blickfenstern, etwa zum Haus der Kunst, würde den Charakter und die Erscheinung des historischen Gartendenkmals empfindlich beschädigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.